Sie meinen die Karte von Skep Island? Ich rede von der ersten Ausgabe des offiziellen Wonder Comics Katalog. Veröffentlicht 1972 mit Super Zuckerschnecke. Und sie trägt all ihre klassischen Outfits. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Cover. Und das ist voller Ölflecken und riecht nach Thunfisch. Sehen Sie, da klingelt doch was. Mal ehrlich, Mr. Emerson, was soll ich jetzt machen? Noch ein Witz über mein Inventar? Wie ich schon in meiner Bewerbung andeutete, bin ich ein ehrgeiziger Mann und ich erreiche immer mein Ziel. Ein liebenswerter Schurke, wenn Sie so wollen. Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir. Und ich brauchte einfach etwas, in das ich mein Sandwich einwickeln konnte. Sie können wohl kaum leugnen, dass meine bedingungslose Ehrlichkeit eine weitere Tugend ist, die sich gut in meinem Lebenslauf macht, oder? Tja, dann fang schon mal an, diese Kritzelei, die du Lebenslauf nennst, auf den neuesten Stand zu bringen, X. Du bist gefeuert! Was? Sie meinen, einfach so? Was habe ich denn getan? Raus hier! Wow, wow, mal langsam. Sie könnten mir ja wenigstens etwas Kompensation anbieten, oder? Ich will meine Abfindung. Du hast mich eine Menge Geld gekostet, Hicks. Da hätten wir die Schlüsseldienstrechnung, die neuen Schlösser, all die Dinge, die du geklaut hast, inklusive eines PCs. Ich hab ihn doch gesagt, den brauche ich, um meinen Blog zu updaten. Und das macht man ja wohl nicht auf der Arbeit. Ich bin noch nicht fertig. Stifte, Taschenrechner, der Schlüssel zum Büro, den mein Vater mir auf dem Sterbebett überlassen hat. Ich wusste, der hat einen sentimentalen Wert. Sehen Sie? Ich passe auf. Das war noch nicht alles. Das war mir auch klar. Klopapier, Tintenpatronen, Glühbirnen. Warum zur Hölle klaust du Glühbirnen? Mr. Emerson, erlauben Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Hatten Sie jemals den Eindruck, ein gestörter Irrer kontrolliert Sie? Also, ich schon. Also brauchte ich Glühbirnen, um... Das ist mir scheißegal! Du bist völlig außer Kontrolle! Und meinen Katalog zu ruinieren, war das i-Tüpfelchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat, Hicks! Okay, schön. Versuchen Sie halt, ohne mich klarzukommen. Du bist ja immer noch hier. Was? Jetzt darf ich nicht mal hier stehen, um mich um meinen Kram zu kümmern? Was, wenn ich was geliefert haben möchte? Weißt du was, Hicks? Ich war nie in Vietnam, aber ich war bei der Schlacht um Mogadischu. Und glaub mir, ich habe einiges gesehen. Was für ein Zufall. Dasselbe Wochenende habe ich damit verbracht, alle möglichen Sachen in einem Videospiel zu erschießen. Sehen Sie? Wir haben was gemeinsam. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, dir einfach das Herz rauszureißen, es in ein Paket zu stopfen und deiner Mutter zu schicken. Oh, das war's. Ich kündige. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Das wird mir hier einfach zu feindselig. Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Okay, okay. Ganz ruhig, mein Großer. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Kein Durst. Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, kein Stress. U-Bahn-Ticket. Damit kann man überall in der Stadt rumfahren.
Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Nein. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wird... Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Ein Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Ein Gullideckel. Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Verkehrshütchen. Kann man vielleicht auch zweckentfremden. Ein Verkehrshütchen. Kann man vielleicht auch zweckentfremden. Großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gottverdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein?